ein herzliches Willkommen bei meinem Handarbeitstagebuch Paddy's Holzzeit. Mein Name ist Patricia und ich möchte dir gerne zeigen, was ich so die letzten guten 14 Tage hier gewerkelt habe, gehandarbeitet habe. Ja, die ersten zwei Versuche sind irgendwie nichts geworden und von daher jetzt der dritte Versuch und in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. So. ja, wie gesagt, es ist schon fast 14 Tage oder gute 14 Tage her, dass ich das letzte Video gemacht habe und ich möchte einfach gern zeigen, was so in der Zeit passiert ist und möchte na klar alle ganz recht herzlich begrüßen zu dem neuen Video von mir und bedanke mich natürlich als erstes für die lieben Kommentare unter dem letzten Video, für die Daumen nach oben und ich habe gesehen, dass ein paar neue dazugekommen sind. Ich freue mich recht herzlich und begrüße euch recht herzlich hier bei meinem Video auf meiner Plattform. Und ja, wie gesagt, mein Name ist Patricia. Ich bin, ja, kann man ruhig sagen, 44 und handarbeite schon eine ganze Weile. Also gelernt habe ich es mal in der Schule damals und dann jahrelang gar nichts mehr gemacht. Und eigentlich seitdem, dass mein Sohn klein ist, habe ich wieder angefangen. Und ja, also war eigentlich im, ich glaube, Kindergartenalter oder Schulalter sowas war, habe ich wieder angefangen. Und seitdem her habe mich das nicht mehr losgelassen. Seitdem her sind immer wieder mal ein paar Sachen gestrickt worden, vor allem Socken und jetzt eben auch Oberteile sind dazu gekommen, wie Jacken und Pullover und Socken sind geblieben und ja. Und auf dieser Plattform zeige ich eben gerne, was ich so handarbeite. Ich habe das für mich ins Leben gerufen, meinen YouTube-Kanal, dass ich eben an meinen Handarbeitssachen dranbleibe. Dass es nicht schleifen geht, dass ich nicht ewig lang die Sachen rumliegen lasse, sondern einfach dranbleibe und eben das dann auch zeige und dass die eben vorangehen, dass ich vor allem auch Fortschritte habe. Ja, dazu nutze ich meine Handarbeitsplattform hier. Genau. Ich habe nicht so viel zu zeigen, aber ein Suchtprojekt, das sieht man hinter mir, da komme ich später drauf zu. Und möchte gern zeigen, was ich so die letzten, ja, wie gesagt, 14 Tage so alles gemacht habe. Wie gesagt, ich freue mich unheimlich über Kommentare, über die Daumen nach oben. Und wenn jemand den Weg zu mir findet, das freut mich unheimlich. Dann weiß ich, dass ich doch was richtig mache hier. Ja, ich würde sagen, dann legen wir doch einfach mal los. Ich habe es ein wenig weiter rüber geschoben, muss ich es doch ein wenig hier weiter herziehen. So, wir fangen mit den Socken an. Und zwar stricke ich ja gerade oder eigentlich immer Socken. Und ich habe letztes Mal die Socken gezeigt, die hier, ach, die Banderole habe ich, jetzt nicht da, aber das ist eine Färbung von Arne und Carlos von Regia, die Foreplay, also die ganz normale Sockenwolle. Und ich habe beide parallel letztes Mal noch hier auf den Nadeln gehabt, habe sie inzwischen getrennt, weil ich an der Ferse bin. Hier ist der andere, dass man sieht. Und den Socken habe ich tatsächlich dreimal neu angefangen. Ja, und man sieht, die sind unterschiedlich und das war auch der Grund, warum ich sie neu angefangen habe. Ja, die werden, erstmal war es gedacht für die, da wo ich arbeite, für den Mann, aber dem sind die, also er würde die Socken nicht anziehen. Und von daher werden das jetzt Socken für die Tochter in Größe 39. Und ich habe angeschlagen 72 Maschen. Ich weiß, manche werden jetzt den Kopf über die Hände schlagen und denken, oh Gottes Wille, wie kann die nur? Aber das passt durch das,
dass ich hier ein Rippenmuster gemacht habe, 4 rechts, 2 links. Und im Bündchen 2 rechts, 2 links geht es. Ich habe jetzt, bevor ich hier die angefangen habe, die Bumerang-Ferse zu machen, bei der hier habe ich insgesamt 4 Maschen abgenommen. Ich bin jetzt bei 68 Maschen und werde auf dem Oberfuß das 4 rechts oder nachher sind es ja einmal mit 3 Maschen noch, welche abgenommen habe, weil ich auf jeden Fall das Rippenmuster weiterführen und dann wird das, denke ich, doch passen. Ja, den habe ich, wie gesagt, jetzt ist 3-mal angefangen, das Bündchen, und ich hätte ewig viel abwickeln müssen, dass das passt, und das wollte ich jetzt einfach nicht, also darum ist das jetzt einfach so ein Versatz. Und ja, das passt. Und wie gesagt, ich lege den bloß mal weg. Hier bei dem war ich das letzte Mal, da waren die ja eigentlich dann nachher gleich, von daher. Die werden jetzt auch relativ parallel gestrickt. Also wenn ich hier die Ferse fertig habe, werde ich hier die Ferse machen und so weiter. Jo, wie gesagt, ich mache jetzt hier die Bumerang-Ferse rein, weil die Tochter eben einen schmalen Fuß hat und da habe ich schon angefangen. Man sieht es hier mit den verkürzten Reihen und da werde ich jetzt einfach weiter stricken. Hier leuchtet es eher so blau, aber in echt ist es ein Grün. Das ist so das dunkle Grün eigentlich. Ja, hier. Wenn ich das weg halt, umso mehr kommt es eigentlich zur Geltung. Ja, die wachsen jetzt nebenher, bis Weihnachten sollen die fertig sein. Also habe ich da noch ein bisschen Zeit, bis die wirklich fertig sein müssen. Jo, ich stricke das Ganze auf 2,5er Nadeln und einmal in Magic Loop. Und wenn ich die beiden Fersen fertig habe, werde ich vielleicht die nochmal zusammennehmen und nach vorne oder lasse ich sie getrennt, das sehe ich dann nachher. Jo, so viel zu den Socken. Und natürlich habe ich noch andere geplant. Die habe ich hier in dem Täschchen, das mein Sohn mal genäht hat. Und da wohnt die Wolle schon drin. Ich möchte noch so nach der Helix-Methode oder man sagt auch Gum-Gum-Methode, möchte ich noch Socken machen und da wird auch von denen hier wird auch ein Rest übrig bleiben. Das werde ich dann hier noch mit dazu nehmen. Ich habe die Knäule schon geteilt und hoppala, Moment. Ja, fliegt knapp auf dem Bodenschmähplatz. Schön wenig Zusammenwickler. Dann kann ich vielleicht, wenn ich das so nehme, wenig besser zeigen. Ja. Also das sind 2 Unifarben, die ich fürs Bündchen nütze. Und vielleicht dann auch für die Ferse gleich mit rein. Und hier die 2. Und ich habe noch einen Rest und ich sage ja, da kommt auch noch was dazu. Ja. Also die Socke wird langsam wachsen, weil da immer wieder ein Rest reinkommt. Also da ist jetzt auf jeden Fall keine Eile geplant bei der Socke. Mal schauen, wie weit das reicht. Ja. Also die andere Hälfte von denen habe ich schon auch auf die Seite gelegt. Da wird vielleicht dann nachher zwischendurch noch ein normales Paar Socken wieder auf die Nadeln kommen und der Rest dann nachher auch wieder da rein. Ja, dass einfach so die Reste auch gleich mit verarbeitet werden, dass die Knäule einfach wirklich verarbeitet sind. Jo, dann habe ich ja noch was auf Nadeln, wo ich sage, da bin ich gerade einfach nur an den Resten zu verarbeiten, wo eigentlich nichts Besonderes ist, wo dann nachher, ich weiß noch nicht, vielleicht
wie gesagt, Handtuch oder vielleicht fürs Bad oder so, dann nachher zum Füße drauf oder ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Bei dem geht es mir eigentlich wirklich nur darum, dass die Reste wirklich verarbeitet sind. Und zwar um den Lappen hier geht's. Oh, das letzte Mal war ich hier bei dem gelben Marker. Jetzt sieht man es besser. Und das ist eigentlich die Anleitung von. Ah. Na. Ducati. Genau, von der Ducati und zwar die Baker's Twine. Baker's Twine sind eigentlich Topflappen und dazu gibt es auch eine Anleitung für so ein Handtuch. Und ich habe einfach nochmal. Die Handtuchgröße wäre eigentlich, ich glaube, so bis hier oder so bis hier. Ich habe noch mal ein oder zwei Felder dazu gemacht, weil ich gerade nur so viel Wolle hatte. Und wie man schon erkennt, habe ich unten auch einen Rest mit eingearbeitet und bin jetzt immer dabei, das in relativ gleichen Abständen zu stricken. Und bin jetzt gerade an dem Grauen hier. Das ist das Twistergarn, das hier, einfach ein Topflappengarn. Und ich stricke das mit einer Dreierstricknadel, dass es einfach ein bisschen fester ist. Und ich stricke den Lappen jetzt wirklich so lang, bis das und das Garn aufgebraucht ist. Kann sein, der Schluss mit dem Weiß wird ja nachher noch größer, aber das ist völlig in Ordnung. Und dann mal schauen, zu was es genutzt wird. Ja, das geht jetzt so langsam nebenher. Und habe ich jetzt, wie gesagt, also das ist jetzt das letzte Weiß. Und eben noch das hier, das stricke ich von innen raus. Das Äußere sollte ich mal irgendwie befestigen. Ja, mal schauen. Genau, und das macht eigentlich auch Spaß zu stricken. Das kommt. Da kann ich gleich den Marker umsetzen, dass man weiß, wo ich dann weitermache. Mal schauen, was ich dann im nächsten Video, das dann keine Ahnung wann kommt, wie weit ich da bin. Jo. Also mehr gibt es da nichts zu erzählen. Ui, das wird halt aber wirklich ein kurzes Video. Vielleicht, ja. Mal schauen. Jetzt habe ich doch tatsächlich noch was vergessen. Ach man, wenn man nicht alles gleich herrichtet und dran denkt, dann ja, vergisst man mal was. Und zwar, ich habe noch was gekauft, was ich gern zeigen möchte. Und zwar von der lieben Anja von der Kunkelstube unter ihrem Anna Design. Sie designt ja unter ihrem Label Anna und da habe ich so ein kleines Täschchen gekauft und das wollte ich noch unbedingt zeigen. So ist es halt. Ja, ich weiß, das kruspelt ein wenig. Und zwar dieses wunderschöne Täschle hier mit dem Ara drauf. Und zwar habe ich da, ich war auf ihrer, beim letzten Video war ich bei ihr auf der Seite. Ich habe nämlich nicht mehr gewusst, habe ich sie schon bei Instagram abonniert oder nicht. Und da habe ich das wunderschöne Täschle gesehen. Und ich bin ja auf der Suche schon lang gewesen, ein Täschle für meine Utensilien, also Nähutensilien, auch wie Fortschrittsmarkierer, Schere und so weiter und so fort. Und da habe ich das kleine Täschle. Und innen drinne hat sie das wunderschön mit dem grünen Stoff hier ausgefüttert. Und ja, da habe ich jetzt einfach alles drin, was ich brauche. Also gerade wie das Maßband, das kleine Dösle, wo einfach ja Markierer, Nähnadel und so weiter drin sind und Scherle und so Zeug halt. Ja. Und das habe ich alles da drin und das habe ich jetzt immer dabei, wenn ich irgendwo hingehe zum Handarbeiten, dann ist alles da einfach drin und
gut verstaut. Danach weiß sie, ihr muss bloß das Täschle schnappen und nicht immer alles so zusammensuchen. Und genau, das wollte ich euch noch unbedingt zeigen und habe es beim Herrichter von dem ganzen Strickzeug allem habe ich das voll vergessen. Ja, das ist so schön. Und ich mag die Vögel unheimlich gern. Die Aras. Ja. Schon ein kleiner Nachtrag, den ich habe. Wo ich echt völlig vergessen habe, das zu zeigen. Genau. So, das schneiden wir jetzt noch irgendwo mit rein. Und dann war's es. Also, bis dann. Bevor wir mit dem nächsten Projekt weitermachen, werde ich zum Schluss hin auf jeden Fall noch ein paar Bilder anhängen von meiner Radtour, also ein Bild vom Radeln und von meiner neuen Laufstrecke. Da werde ich zum Schluss auf jeden Fall noch ein paar Bilder anhängen. Wer sie sehen möchte, kann ja nachher gern dranbleiben. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch ein Projekt, das ich darüber noch erzählen möchte. Und eins, wo ich gar nicht weiter gestrickt habe, weil ich noch auf die Lieferung warte. Und zwar, ich warte noch auf die Lieferung von der lieben Kiwi, von der Kirsten. Ich vom Oderdeichschaf, da habe ich ja bestellt. Da warte ich noch auf die Lieferung, dass ich mein Fred weiter stricken kann. Fred ist eine Anleitung von Astrid Müller von Rubator Design, das 2016 rauskam. Das ist eine Jacke mit Kapuze und mit einer Sattelschulter. Da warte ich eben auf die Bestellung, dass ich da weitermachen kann. Und in der Zeit habe ich jetzt was Neues angefangen und das ist ein totales Suchtprojekt. Und diesmal nicht für mich, sondern für meinen Sohn. Und zwar, ich zeige zuerst mal doch, um was es geht und dann erzähle ich noch zu den Knäulen was dazu. Und zwar ein RVO-Pullover nach der Anleitung von Thorsten Duit, also von Duit and Knit. Von dem habe ich auch die Maschenprobe mir berechnen lassen. Er hat ja auf seiner Internetseite einen Rechner. Da zählt man, da schlägt man ein bisschen mehr Masche an und er rechnet, wie viel Zentimeter sind 20 Masche, gibt es dann in seinen Rechner ein, gibt ein, wie viel Raglanmaschen man haben möchte und den Halsumfang. Und dann rechnet der das aus, der Rechner, und danach kann man es dann anschlagen. Ja, ich habe hier einen Pullover. Erst hatte ich vielleicht doch gedacht für mich, aber dann habe ich gedacht, nee, eigentlich wäre der auch schön für Männer und nachher gerade für meinen Sohn. Ja, die Farben sind ein bisschen schwierig zu zeigen, aber es sind eben so dunkle Töne, so blau und ein bisschen schwarz und grau und helleres Blau drin. Eben, ich verarbeite da zwei Knäule miteinander. Und es geht dann nachher auch in den Sasukal mit dazu. Ja. Ach Mann. Ah, nein, das ist zu hell. Ja, ein bisschen schwierig einzufangen. Also, ich habe hiermit zwei Raglanmaschen in der Mitte gestrickt. Und das Ganze stellt euch jetzt einen Ticken dunkler vor. Genau. Und habe bis zum Ärmel hin dann nachher, so die letzten paar Zentimeter habe ich nicht mehr zunehmen dürfen, weil er nicht so groß, also er ist, mein Sohn ist zwar groß, er ist größer wie ich, aber ein bisschen schmaler. Und von daher brauchte ich in den Raglan-Linien nicht mehr zunehmen, hier die letzten paar Zentimeter. Man sieht so bis hierhin sind die Raglan-Linien, die, wo ich noch zugenommen habe. Und ich bin schon so weit, dass ich eben die letzten paar Zentimeter nur in glatt rechts gestrickt habe.
und die Arme abgeteilt habe. Ich habe das Garn abgeschnitten und habe ihn für den Ärmel neu angesetzt und bin hier schon am Ärmel dabei. Hier habe ich den Ärmel noch komplett stillgelegt und im Rücken sind verkürzte Reihen. Da hat der Thorsten auch ein schönes Video dazu, wie man das macht. Ich habe das nach der Anleitung gemacht und dadurch habe ich einen schönen Rücken. Ich werde dann hier am Rand die Maschen aufnehmen, werde ein Bündchen machen und ich werde das Bündchen vielleicht sogar absetzen in Blau. Meine Schwiegereltern wohnen auch mit im Haus. Ich weiß, bei manchen klappt es nicht, bei uns funktioniert es super. Sie hilft mir sehr viel, sie ist mit ganz viel Rat und Tat, ist sie oft auf, hilft sie mir, wenn ich den brauche, steht sie mir zur Seite und ja, wir verstehen uns super. Und sie meint, das Garn reicht, aber ich werde vielleicht in Dunkelblau, ich habe erst gedacht in Anthrazit, aber vielleicht doch auch in Dunkelblau werde ich die Bündchen absetzen dann nachher hier und am Arm und am Körper dann nachher, dass das Garn wirklich reicht. Ja, was gibt es dazu noch zu erzählen, außer dass es zwei Garne sind, die es nicht mehr gibt. Wie gesagt, die Garne sind von Rohrspatz und Wollmeise und das sind zwei ganz besondere Garne. Die habe ich mal bekommen und ich zeige euch jetzt gleich die Knäule, die einzelnen und eben miteinander verstrickt sieht es so aus. Ich stricke den Pulli auf einer 3,5er Nadel und ja, ich lasse die zwei Nadeln gerade drin, dass er mir den nachher mal reinschlupfen kann. Wechseln Ärmel, ob die denn nachher so passen oder ob ich dann nachher noch mehr Abnahmen reinmachen muss und so weiter und so fort. Jo. Es wird auf jeden Fall ein schöner Herbstpulli. Die Garne, da komme ich jetzt dazu. Ich zeige euch mal die Knäule. Ja, die kommen in der Kamera eigentlich so raus, wie sie sind. Aber zusammen sieht man die nicht so gut. Ja, also in der Hoffnung, dass die wirklich dann nachher reichen für die Arme und ja, ich sage ja, ich kaufe sonst wahrscheinlich so ein dunkles Blau und werde damit dann nachher die Bündchen absetzen. So, also, das Knäuel habe ich mal von einer Zuschauerin bekommen, die ist nicht verstrickt. Das war schon länger her, schon vor einigen Jahren, wo wir den an dem Worldwide Knitting Public Day, das ist ja glaube ich immer am 9. Juni oder so, da hatten wir ja von der Kunkelstube so einen Rekordversuch, wo sehr viele Strickerinnen da waren und auch glaube ich Stricker. Und da habe ich den damals geschenkt bekommen, weil sie den nicht verstrickt. Und ich habe immer überlegt, was mache ich mit den beiden? Und das ist auch ein ganz besonderer Knäuel. Den habe ich von einer ehemaligen YouTuberin, die auch schon ein paar Jahre leider verstorben ist. Und zwar damals von der Annette Sternelfin. Ihr Kanal gibt es zwar noch, aber wie gesagt, sie ist schon seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren. Das war vor Corona noch, was ich weiß. Oder war es da? Vorher? Ein Jahr vorher oder zwei? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will jetzt auch nicht lügen. Also von daher, ja, sie ist auf jeden Fall schon vor einigen Jahren verstorben. Und von ihr habe ich damals das Knäuel geschenkt bekommen. Weil sie damit nichts anfangen konnte. Und ja, die zwei Knäuele lagen immer bei mir rum. Und ich habe immer überlegt, Mensch, was mache ich mit denen?
einzeln irgendwie, nee, keine Lust gehabt zu verstricken. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwie ist ja auch schade, dass die nur rumliegen. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt verstrick sie einfach mal zusammen, mal schauen, wie es rauskommt. Und tatsächlich, da kam so was Tolles raus. Und von daher wird das ein besonderer Erinnerungspullover für meinen Sohn. Ja, mal schauen, wie weit ich dann beim nächsten Mal bin. Da werde ich auf jeden Fall als erstes die Arme noch fertig stricken, bevor ich dann nachher an den Körper gehe. Also, da wird dann nächstes Mal vielleicht zwei fertige oder einen fertigen Arm sehen. Ja. Und mehr Strickiges gibt es gar nicht von mir dieses Mal. Ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Außer, dass ich jetzt wieder angefangen habe mit dem Laufen. Also Laufen in dem Sinn mit Walkingstöcken und auch wieder Fahrradfahren. Ich fahre zwischendurch mal gern mit meinem Sohn zusammen Fahrrad. Da haben wir neulich so eine schöne Fahrradtour gemacht. Und da ist ein wunderschöner Brunnen, wo wir halt gemacht haben. So ein Schäferbrunnen, also mit so Schafen aus Stein. Da werde ich das Bild noch hinten dran hängen. Und ja, wie gesagt, von meinem Laufen, da sieht man wunderschön so auf die Stadt ein bisschen. Und ja, da werde ich auch ein, zwei Bilder hinten dran hängen auf jeden Fall. Wie gesagt, wer es anschauen möchte, gerne. Bleibt euch selber überlassen. Ja, und sonst, wie gesagt, ich warte jetzt noch auf die Bestellung vom Oderdeichschaf und dass ich dann an der Jacke weiterarbeiten kann. Die Jacke arbeite ich ja aus meiner selber handgesponnenen Wolle. Da warte ich eben jetzt drauf, dass die Jacke einfach ein bisschen flauschiger wird und ein bisschen weicher dann nachher dadurch. Da habe ich was von Holz bestellt und ja, genau. Ansonsten habe ich nicht viel weiter zu erzählen, außer dass ich ja mit dem Sport jetzt wieder ein bisschen mehr dran bin oder versuche dran zu bleiben. Und ja, genau. Also, sonst habe ich im Moment nichts zu erzählen. Bevor ich irgendwie in Stottern komme oder nicht weiter weiß, verabschiede ich mich jetzt. Bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart so lang. Und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und ja, bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao und Dankeschön fürs Zuschalten, fürs Einschalten und für die lieben Kommentare und für die Daumen nach oben und für die Abos. Ja, also bis dann. Ciao.